Gummibärchen! Ja, schon klar. Ja, willkommen. Minecraft Together, neue Session, neues Glück. Heute sind wir zu fünft. Die neue vier Session. Gewohnten, Simone, AC, Flubby und ich. Und der John ist auch wieder dabei. Wo ist denn der? AKA Pole. Muss in die Kamera mit. Wo bist du denn? Ab da. Hi, hallo! Da bist du. Hallo. Ja. So, es ist Nacht, das heißt, wir müssen alle ins Bettchen, das Summe ist bloß, wir haben bloß vier. Wer zuerst oben ist, kriegt ein Bett. Ah. Wir haben schon letztes Mal 10 Minuten damit verbracht, ins Bett zu gehen, das wird nix, ey. Deswegen besorge ich mal geschwind ein bisschen Wolle, damit die Sache mal diesmal ein bisschen reibungsloser verläuft als letztes Mal. Ja, schön. Och, Fluppi so allein, Mathe. Ja, während die jetzt im Bett liegen, kann ich ja noch ein bisschen hier so Schafe. Hey, da ist ein Creeper. Hey. Och jö, da gesellt sich aber jemand drin. Ja. Yep. Liegst du. Aua. Ah! Aua. Scheiße. Was ist denn das für ein Bob? Gucken. War 20 Meter gucken, weg, gucken. Ey. Ja, okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber. Ah! Oh, was machst denn du, Maxchen? Ich will doch nur spielen. Mann, du Unfegen, ey. Ich tu doch nichts. Ey, nein, bleib drin. Bleib rein. Nein, ah! Ihr scheiß Schafe. Hol eben neue Freundchen. Alter, ihr scheiß Schafe, jetzt bleib drin. Max. Boah. Alter, das draußen wird geschlachtet. Ah, nee, nein. Lass die doch ein. Schafe schlachten. Jetzt lass sie doch einfach in Ruhe, verdammt. Schafe bleiben doch hier drinnen. Ist doch kein Problem hier. Setzt euch in den Tod. Jetzt baut doch wieder Zaun hin, bevor die alle wegrennen. Komm zu mir, meine Schafe. Komm. Reiz noch Sand, nee. Komm, Schäfchen, ja komm. Okay, dann machst du das. Okay. Fängt schon wieder gut an. Schafe! Ja, natürlich. Ich bin euer Gott. Ich bin euer Anführer. So, wir machen das jetzt einfach so. Wo sind die Betten? Ey, ihr Bobs, wo habt ihr jetzt die Betten hingebracht? Pole und ich haben uns unser eigenes Schlafgemach eingerichtet. Was? Alter. Ich habe ein Bett, ich habe nur Auto, Junge. Oh ja. Hoffentlich nicht mein Auto. Max, hör auf. Hey, du hast nach draußen gepackt, du. Oh, ja, das tut mir leid. Komm, wir machen jetzt hier schöne Familie. Schönes Familienbett. Komm schon, es ist doch viel atmosphärischer. Ein Familienbett sagst du? Wir sind eine große Familie. Ich will nur den Burger voll, tragen, weil das ist so voll irgendwie, so voll RTL-Leben hier. Können Sie jetzt bitte kommen? Leben alle auf dem Dachboden mit fünfer Bett aneinander geschmiegt. Wir möchten jetzt schlafen gehen. Ja, komm. Ja, okay. Wo seid ihr? Frau Madame. Ja, Mademoiselle. AC, kann die hier nicht zusammenreißen? Hm? Oh Gott. Ich will nehmen Mongo, Max. Ja. Ich, wie bitte? Oh, Maxchen. Boah, das ging ja diesmal richtig alle schick. Stehen ineinander. Das war jetzt auch schön. Naja, das ist ja, es passiert ja, wenn man ineinander aufwacht, ne? Warum gehe ich jetzt schon wieder nach oben? So. Was macht denn ihr hier? Echt mal. Nein, lass mich mal den Backup sagen, der ist eh hier nicht sinnlos. Finde ich, meiner Meinung nach. Das ist die schöne Landschaft. Lass mich einfach mal. Sag halt nächstes schön. Mal, wenn du was machst. Ja, ich lass ihn doch alleine machen, ist doch okay. Nö, hey, keine Sorge. Ein Anglerhäuschen bauen oder so. Ja, ihr wolltet ja. Ja, jetzt so nett, warte gleich. Ja, okay. Und da vorne ist ein Peter, echt so, der könnte immer das Loch mal füllen, wenn jemand. Ja, okay, dann setzen wir uns jetzt mal als Ziel an. Zu dem Angelhäuschen, oder? Wohin? Nee, das mach ich und AC. Ja, das ist unser Ziel. Sucht euch eigene Projekte. Baumhaus mache ich. Ist patentiert. Okay. Okay, wir machen das jetzt so. Ich komme erstmal wieder an meine Taskleiste, dass die wieder eingeblendet wird. Wir sehen dich auf deiner. Ach doch, du machst sie mit Camtasia, stimmt. Ja. Stimmt, da ist sie ja drauf. Ja. Bei mir ist die theoretisch gar nicht drauf, deswegen hätte ich eigentlich gar nicht rausgehen müssen aus Skype und aus der Konfi, aber. Ich hab genervt. Ach, da geht's. Ist ja bloß wie so ein typisches LPT, wo jeder das seine macht, ne? Ja. Naja.
Simone und ich machen was zusammen, dann machen Max und, können Max und der Bruder noch irgendwas unternehmen und Flubby ist forever alone. Genau, ihr baut einen Pornokeller. Wir bauen einen Pornokeller, okay? Ja, okay. Ich baue mit Pole einen Pornokeller. Okay. Aber wenn der nicht gescheit wird, ja. Dann ja, gibt's Haue. Das kriege ich hin. Ja, hat wahrscheinlich Erfahrung in sowas. Ja, klar. Ja. Mach erstmal schnell die Kakaobohnen. Ich muss jetzt erstmal den Weg halbwegs begehbar machen, weil sonst sieht das so ziemlich scheiße aus. Also ich bin gerade am Holz für unser Anglerhäuschen. Ja, könnt ihr mir sagen, wo ihr das wenigstens hinbaut? Jetzt warte, Max, lass mal mich das machen, weil den Berg wollte eh ich machen. Nimm. Ich hab damit angefangen, ich mach mal so. Ja, warum haust du dann mitten unter der Arbeit ab? Ich hab doch nur... Ich bin doch nur rüber und das ist Küchenloch. Eieiei. Heute ist so ein schöner Tag, lalalala. I like to move it, move it. Können wir schon mal anfangen, ne? Ah, singen wir alle Volkslieder. Ich kenn keinen. Nicht? Kennst du keine Volkslieder? Doch, aber ich bin mir zu dumm, die zu merken. Adelheid, Adelheid. Kennt ihr nochmal? Ja. Ja, ihr habt auch eure Grundzüge von uns geklaut. Was? Ihr Deutschen von uns Österreichern. Was haben wir von euch geklaut? Unsere Bundeshymne. Ja, und ihr habt unsere Sprache geklaut. Ja. Ihr habt unsere Flora geklaut. Wieso fehlt hier schon wieder ein Dings da? Der kam nicht. Österreich hat eiskalt gewonnen im Krieg. Eiskalt verloren. Nee, kommt drauf an welcher, Ja. Hitler war Österreicher. Na, das ja, das ist wahr, aber das glaubt dir keiner, wenn du es auf Chatroulette sagst. Dann nennt dich jeder, der sieht, du bist Deutscher, schreibt als erstes Wort Nazi, das ist schon... Nee, oder die klicken sofort weg, weil die alle Deutschen hassen irgendwie. Nö, bei mir schreiben sie immer Nazi und klicken dann weg. Ja, genau. Grünzeug, da. Alter, hat einer von euch Blumen? Ja, eine. Was für eine? Komm mal her. Simone? Ich hab jetzt ein Stack Holz. Oh, Labour. Also, normales. Ich gebe dir deine Blume. Baumstämme. Baumstämme. Leider okay, aber ich mach mal ganz kurz den Weg fertig, ja. Okay. Wir müssen das hier echt mal ein bisschen entzäunen und ein bisschen mal Gattertore reinmachen, weil da muss man ja mal außen rumlaufen, das wäre nervig. Irgendwie glitscht hier glitschen bei mir die Items herum, aber okay. Voll glitschig. Flachwitz. So, hier will ich einen Flachwitz einfügen. Hier könnt ihr über Werbung stehen. Nö. Ich bin mir gerade überlegen, soll ich zweietagig machen? Ach ja, Flubby baut ja sein tolles Baumhaus. Hier fehlt Kies. Ja, jetzt warte mal, ich hab's vorhin Kies gesagt. Hab ich gerade. Das hast du wunderschön gemacht. Ich find's viel schöner jetzt so. Aha. Mir fehlt noch was. Nom. Fehlt Holz. Nom. Flubby, schaust du eigentlich nach der Zeit oder wie machen wir es? Oder schauen wir mal wieder. Wir haben jetzt 8:30, das reicht. Okay, Pole schaut nach der Zeit. Ich bin fertig. Yay. So, Schleck. Was brauchen wir für unseren Pornokeller? Ich bin schon am Vorbereiten. Auf jeden Fall brauchen wir ein bisschen farbige Wolle. Wo bist du eigentlich? Ich bin im Lagerraum. Achso, okay. Hallo Mongo. Hi, ich mach mir gerade ein bisschen pinke Farbe. So, jetzt haben wir nämlich ein bisschen pinke Farbe. Pink Porno. Ich hab einen Zaun, ich hab mein Holz, wir können los. Und damit gehe ich mal ein bisschen Schaffe verbänen. Ich hab verben. Ja, verben. Egal was sie, egal. Naja, das ist ganz egal, was die Französin sagen. Das hört sich immer an, gleich wie ich dich auf der Korallette, Schwein. Gib mir deine Wolle. Hast du die Schafe jetzt schon pink gemacht? Ja, ich habe sie pink gemacht. Pink ist die Farbe der Liebe. Nein, die Farbe ist. Max, du Sau.
Rot ist die Farbe der Liebe, bitteschön. Egal, ganz egal, was die Fresse sagt. Rot ist die Farbe des Blutes und des Schmerzes. Habe ich aus der Nische gelernt. Scheiße, wollte ich heute noch hochladen. Fuck, hab ich vergessen. Naja. Ja, ich hab heute schon zwei Videos hochgeladen, das reicht. Das hab ich noch nicht auf. Ja, ich komm hier schon. So, jetzt haben wir so ein schönes Porno-Spiel. Irgendwie leckst du bei mir aber richtig. Du stehst einfach nur auf einem Punkt. Ich stehe jetzt vor dir. Das ist unsere Basis. Ja, das schon, aber du machst hier nichts bei mir irgendwie. Wofür? Ja. Nein. In das Haus oder in ein anderes? Oder wollen wir noch ein richtiges Haus bauen? Ja, beim anderen ist ein bisschen zu klein, finde ich. Aber auch wollen wir nicht noch ein richtiges Wohnhaus bauen? Ja. Ja, wir sollen hier so ein Freudenhaus auf dem Berg bauen oder was? Ich bin nicht da. Weil das ist ja nur das Bauernhaus hier. Eigentlich ist ja gar nicht zum Schlafen geeignet. Sondern ja, ich meine, ja, so ein Bauer hat normalerweise, glaube ich, sowas Leute, nicht in seinem Keller. Mal... Also, wieso pflanzt ihr überall Bäume? Max, kannst du... Floppy, komm mal her. Mama mir. Ja, okay, ich würde das ACs mal wieder abgehauen. Ja, ich wollte gerade wissen, ob du... Also, AC hat bei mir gerade übel gelaggt und jetzt... Also wir können wir können auch so ein Rotlichtviertel bauen. So ein kleines, bauen wir so eine Straße weg hinter dem Berg und dann machen wir so ein Rotlichtviertel. Was soll eigentlich das Haus hier? Ich meine, das ist so sinnlos. Das ist unser altes Haus, das hat hier Anfangshaus. Wollen wir das ausbauen, ein bisschen größer machen, das als Wohnhaus machen? Das hat so einen alten Wert. Wehe, du reißt es ab. Ja, okay. Ey, sie kommen mal raus. Das können wir ja später noch umbauen. Könntest du so keine Ahnung, eine Bäckerei oder so draus machen. Abreißen! Wir müssen nicht das Holz rausklauen, Pole. Ja, okay, wo machen wir das? Sollen wir dann später. Ich bin nicht dafür, dass wir uns noch irgendwo ein Wohnhaus hinbauen. Hier so zum Beispiel. Hier ist eine schöne Fläche. Hier kann man schön noch ein Haus hinbauen. Ja, okay. Ja, okay, ich würde sagen, wird dann so. Bitteschön, dürft ihr irgendwo pflanzen. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, die reserviere ich jetzt hier mal. Für ein... Scheiße. Für ein Wohnhaus, so. Das ist hier die Kälte jetzt. Wo bauen wir unseren Puff hin? Na, in den Keller des Wohnhauses. Ja, und wo sind dann die Prostituierten? Da kommt meine geheime Filmsammlung hin. Ach, ich bin dann die Prostituierte. Da ja, muss genau. Ich mir aber noch, da muss ich mir die aber noch männliche Straße in Hube. Das steht nicht viel von Liebe, aber sie weiß. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Prostituierte meistens mit Joystick spielt. Ganz viel. Kann sie schon mal so ein bisschen trainieren. Brains. Ich bin echt am überlegen, ob wir da nicht so ein abgelegenes Örtchen bauen für. Also für einen Puff speziell und dann kein Pornokiller kannst du ja trotzdem unten reinbauen. So ein kleines dunkles Schlafzimmerchen für dich. Ich merke gerade, so eine Schaufel wäre ganz geil. Könnte ich mir auch mal wieder machen. Schaufel wird total überbewertet. Viel Zeug, ey. Das könnte keinem antun. Ich hab dir eine mitgemacht, Essie, ne? Du Yay! Hin. Wo bist du? Bei hier. Simone. Hier. Ah, eine Spinne! Aha, ihr seid so witzig. Wo seid ihr? Hier. Ja, so, bei dem alten Häuschen. Ah, da kann ich sagen. Ich bin auch voll aus dem Häuschen. Ah, Manu. Upsala. Bitteschön. Hinter dir. Ja, im Ernst, wo bauen wir den jetzt hin? Warte, hier kriegst du den Kekse. Warte! Oh cool. Ja, Kekse. Kekse. Hier. Hier mit euren Also ich bin ja dafür, Dark, wo bist du? Da bist du. Ich bin ja dafür, dass wir dann irgendwie, weiß nicht, hier so eine Straße machen und irgendwie da hinten bauen, so halt ein bisschen abgelegener. Ja, also ich will erstmal das Wohnhaus bauen, wenn ihr nichts dagegen habt. Hier ist, ja, oder wir bauen jetzt gleich erstmal ein Wohnhaus. Ja, würde ich dafür sagen. Ja, ja okay. Oder? Ich will aber mit Design.
Wow. Bis hier hinter? Was sagst du, bis hier so hin? Du könntest jetzt auch ein bisschen aufs Wasser bauen, weißt du, und so, und dann... Ja, ja, soll man machen, dass jeder sein Zimmer kriegt, oder? Ja. Okay. Ja, okay, dann würde ich sagen, machen wir drei Etagen, oder? Ja. Okay, dann machen wir es wohnen aus. Warte doch. Warte, ich... Wo baut ihr eigentlich euer Fischerhäuschen? Ja, hier, aber ich habe gar kein Eichenholz. Hat jemand ja, hier. Ja, ich habe ganz viel. Achso, stimmt. Boah.